Herzlichen Dank. Ich darf jetzt den letzten Part sozusagen übernehmen. Ich habe ja dieses abgestufte, ich wage zu behaupten, dass glaube ich in meiner Ära über 25 Jahre Betreuung des Medizinerkorps in Graz dieses abgestufte Modell in dieser Form mehr oder weniger entstanden ist. Und es hat eigentlich sich aus den Diskussionen heraus ergeben, dass mir eigentlich teilweise, wie ich über, also in meiner Funktionen, wie ich auch österreichweit immer wieder Notfallmedizin in den verschiedenen Fachgesellschaften vertrete, war ich immer verwundert, wenn ich zum Beispiel Diskussionen eingetreten bin und dann erzählt mir beispielsweise, weil es eh wieder kommt, der Primarius Trimmel, er fährt 3000 Einsätze im Jahr in Wiener Neustadt, sage ich, wie viele Einwohner habt ihr? Er sagt, 80.000, sage ich, das kann ja nicht sein. Also wir haben uns in Graz aufgeregt, dass wir 1700, 1800 Einsätze fahren und der fährt mit 80.000 Einwohnern 3000, hat gesagt, da kann ja was nicht stimmen. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich mir mal diese ganzen Zahlen angeschaut habe und versucht habe, im Prinzip einmal das Ganze anzuschauen und eigentlich haben wir in Österreich mehr oder weniger nichts anderes als ein zweistufiges Modell. Es gibt auf der einen Seite eben die Rettungssanitäter mit der Stufe 1, da kommt ein Rettungswagen mit dieser Grundausbildung von 260 Stunden und auf die zweite Stufe, wenn das also nicht reicht, dass der Patient also zu krank dafür ist, kommt im Prinzip gleich der Notarzt als zweite Stufe. Der Notarzt hat ja im Prinzip, wir haben nicht nur die geringste Sanitäterausbildung von Europa oder von der Welt, wir haben auch die geringste Notarztausbildung in Österreich. Wir schaffen das in 60 Stunden. Die anderen brauchen ja 2 Jahre, 5 Jahre, aber wir schaffen das auch in 60 Stunden. Also ich bin überzeugt, das macht in Österreich das Kernöl. Und die Sanitäter, wie gesagt, sind, also der Notarzt ist aber als Arzt ausgebildet, hat mindestens also 6 Jahre Studium, hat mindestens 3 Jahre eine Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Die ist jetzt seit 1,5 Jahren ist das auch jetzt eine andere Ausbildungsordnung. Also die Mindestausbildung wird dann 4,5 Jahre zum Allgemeinmediziner sein und der Facharzt, wie gesagt, noch zusätzlich 6 Jahre. Und etwas, was wir in Graz haben, wir haben fast alles Intensivmediziner. Also der hat wenigstens eine 12-15-jährige Ausbildung in diesem, für diesen Fachbereich relevant sein. Wie gesagt, was ist in Graz anders? In Graz, sage ich, wir haben eine abgestufte Versorgung und eigentlich haben wir ein Dreistufenmodell. Natürlich haben wir in Graz Rettungssanitäter mit Rettungswagen, natürlich haben wir in Graz 2 Notarztstützpunkte für insgesamt 400.000 Einwohner und zusätzlich haben wir dieses Zwischenmodell des Jumbos mit dem Medizinerkorps Graz, der im Prinzip mit speziellen Indikationen als bei Einsätzen, wo es nicht eindeutig ist, dass es notärztlich versorgt werden muss, also praktisch als Vorhut oder als bei unklaren Fällen, ist also möglich, dass in Graz eben nur der Jumbo alleine ausgefahren ist. Die Indikationsliste, welche Dinge das waren, also das mit der nicht-invasiven Beatmung, habe ich heute beim Herrn Halmich gehört, ist ein bisschen kritisch zu betrachten, aber das wären so die Dinge gewesen, die der Jumbo doch alleine zusammenbringt und schafft, ohne dass der Notarzt also extra befragt werden muss. Und natürlich ist auch ganz wichtig für uns der Starten lebensrichtender Sofortmaßnahmen. Das ist ganz natürlich ein wesentlicher Punkt, weil es ja sein kann, dass Leute dann durchaus sagen, ja, es kommt bei uns kein Notarzt, übel kommt ein Notarzt, nur in Graz ist es ganz schlecht. Und das haben wir versucht, auch statistisch aufzuwerten. Mein nächster Schritt, dass ich einmal geschaut habe, wie viele Notarztsysteme gibt es eigentlich in Österreich. Es gibt wenig Leute, die das wissen. Also wir haben es jetzt insgesamt einmal nachgeschaut. Der Stand ist vom Jahr 2014 und die orangen Fälle sind die Hubschrauber, die roten Balken oder die rot-braunen Balken sind die Notarzt, die bodengebundenen Notarztsysteme. Also Steiermark ist da gar nicht so schlecht, im Prinzip in Salzburg haben wir auch und dort, wo halt viel Tourismus ist, vor allem Wintersport und so weiter, gibt es wesentlich mehr Hubschrauber. In Tirol, glaube ich, gibt es in jedem Tal, in jedem Skital gibt es einen eigenen Hubschrauber mit Kreditkartenautomat und alles. Also da gibt's dann, also wie man von Kollegen gehört hat, schaut die Skirettung dort so aus, so nach dem Motto, wollen Sie jetzt mit dem Ack hier oben transportiert werden oder wenn Sie eine Kreditkarten haben, holen wir einen Hubschrauber. Also das geht, oder teilweise ist es im Skilift, glaube ich, integriert drinnen, dass man den Hubschraubertransport hat. Also da gibt es einiges und wie gesagt, das ist einmal die Landschaft von insgesamt 126 Notarztwegen in Österreich. Wir sind auch da nicht nur bei den Ärzten ziemlich im Spitzenfeld aller Systeme in Europa. Die nächste Frage war dann, wie oft wird ausgefahren? Ausgefahren werden ungefähr 120.000 Einsätze. Und wenn Sie das auf die Liste anschauen, im Durchschnitt werden in Österreich versorgt ein Notarzt in Österreich 53.000 Menschen. Es gibt welche, die sind ungefähr im Schnitt, also die Steiermark ist ungefähr in diesem Schnitt. Es gibt 2 Ausreißer, wie Sie sehen,
also in die Höhen auf, das ist Wien, das sind die Zahlen aus dem Jahr 2014. Bin mir nicht ganz sicher, ob das bewusst ist oder ob das durch einen gewissen Ärztemangel so entstanden ist. Vielleicht kann der Herr Feuchtelbauer dann dazu kommen, einen Kommentar abgeben. Und in Steyr, in Graz waren wir an sich bewusst immer restriktiv und gesagt, wir wollen nicht mehr als eben zwei Notarztstützpunkte für 400.000 Menschen mit der Umgebung von Graz. Und wir sind überzeugt, dass wir damit bei weitem das Auslangen finden. Wenn Sie es wieder umrechnen, zum Beispiel zwei Patienten, die einen Notarzt brauchen, 800 Menschen im Jahr sind weniger als 3 Fälle pro Tag, die wirklich einen Notarzt brauchen. Und das schafft man mit zwei Systemen im Regelfall schon, vor allem wenn man das Jumbo-System auch zur Verfügung hat. Der nächste Ausreißer fast in die andere Richtung ist dann noch Wiener Neustadt. Wie viele Alarmierungen haben wir nun pro Notarzt und Jahr? Österreichischer Durchschnitt gibt es 23 Notfallalarmierungen pro Jahr und 1000 Einwohner. Das ist der österreichische Durchschnitt. Jetzt gibt es Bundesländer, die sind etwas besser. Es gibt Bundesländer da links also drüber. Die ganze Steiermark zusammen mit Graz, also 400.000 Einwohner, liegt bei ungefähr 15, also 14,9. Salzburg ist auch ohne Medizinerkorps in sehr guten Bereich, meiner Meinung nach. Und da gibt es halt welche, die sind weit höher, wo der Notarzt relativ liberal eingesetzt wird und sehr oft ausfährt. Also teilweise fast doppelt so hoch. Gut, wir haben uns jetzt im Speziellen nun die Systeme angeschaut. Jetzt haben wir von der Steiermark einmal Graz weggerechnet. Und weil Graz ist absolut führend. Wir sind also im Jahr 2014 nur 8,7 Einsätze pro 1000 Einwohner gefahren. Und als Vergleich dazu, also ich würde sagen, Negativbeispiel, das trifft nicht die Kollegen, aber wie gesagt, das andere Ende der Fahnenstange Wiener Neustadt sind 32 Einsätze pro 1000 Einwohner der Notarzt gefahren. Also die fahren im Prinzip 10, 15 Mal im Tag und bei 80.000 Einwohnern. Gut, das ist einmal die erste Botschaft, die ich vermitteln möchte. Eben die Frage ist, glaube ich, damit einmal schon zu beantworten, was bringt uns diese Jumbo-Indikation, was bringt uns diese Vorhautfunktion? Wir haben wesentlich weniger Einsätze als der Durchschnitt von Österreich, also eigentlich nur ein Drittel, beziehungsweise teilweise fast ein Viertel von anderen Notarztsystemen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Tätigkeiten führen dann die Notärzte durch oder wo sind die Unterschiede? Wiener Neustadt haben wir deshalb ausgewertet, weil auch Wiener Neustadt ein elektronisches Dokumentationssystem haben, genauso wie wir, nicht das gleiche, aber es war durchaus auswertbar, was die Notärzte dort gemacht haben oder was bei uns die Notärzte gemacht haben. Und da sehen Sie eigentlich die statistischen signifikanten Unterschiede, sind im höchsten Bereich bei jenen Dingen, wo es eigentlich nicht darum geht, lebensrettende Sofortmaßnahmen zu setzen, weil der Bereich Intubation, Narkoseeinleitung, Schockbehandlung und so weiter, der ist in allen, also in beiden Notarztsystemen von der Anzahl pro 1000 Einwohner gleich. Pro 1000 Einwohner gerechnet ist die Anzahl kein statistischer Unterschied. Was vielleicht manche noch diskutieren werden, ist die Frage jetzt von Sedierung und Morphine und Analgesie. Warum war da kein Notarzt dabei? Es gibt bei uns teilweise hat es die telefonische Verständigung gegeben. Es gibt auch viele Kollegen, die beim Medizinerkorps schon Ärzte sind und auch Notärzte sind, die auch freiwillig fahren. Deswegen ist dieser Bereich höher als in Wiener Neustadt. Aber im Großen und Ganzen soll man sagen, dass man bei Storno, Todesfeststellung, reanimieren tun wir weniger als in Wiener Neustadt, warum auch immer. Oder vor allem der intravenöse Zugang fünfmal, also nur ein Fünftel von dem, oder die Patienten, die nur eine Infusion gebraucht haben, waren insgesamt nur ein Achtel von den Einsätzen von Wiener Neustadt. Also ich glaube, diese Aussage ist auch, glaube ich, durchaus zu unterstreichen. Also die Notärzte werden durchaus verschont und vor allem in jenen Bereichen, wo sie keine wirklich notärztlichen Maßnahmen benötigen, die Patienten. Es hat dann jetzt im Juli dieses Jahres eine Neuregelung gegeben und zwar wurde dann der Jumbo sozusagen mit neuen Prioritäten gesetzt. Genau genommen wurden die alten Jumbo-Prioritäten gestrichen und es, aus welchen Gründen auch immer. Und es wurde dann veranlasst, dass der Jumbo immer gleichzeitig mit uns ausfahren muss. Also umgekehrt musste der Notarzt immer bei jeder Jumbo-Indikation mitfahren. Wir haben uns dann erlaubt, diese 3 Monate zu analysieren oder die ersten 3 Monate zu analysieren. Was hat das auf uns für eine Auswirkung gehabt? Das hat auch wieder gefühlsmäßig natürlich Gerüchte und so, das ist ja viel mehr geworden und so weiter. Dank der Datenbank konnten wir das also auswerten, das ist herausgekommen.
die Einsätze insgesamt sind um 50% gestiegen, dass der Patient nicht einmal transportiert wurde, ist um 50% gestiegen, Stornierungen sind um 78% gestiegen und Patienten, die nicht einmal einen intravenösen Zugang benötigt haben, um 71%. Also insgesamt haben wir doch einiges an Einsätzen abwickeln müssen, wo man sagen kann, die früher eigentlich schon der Jumbo allein abgewickelt hat. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende und darf zusammenfassen. Also dieses abgestufte Versorgungsmodell, was wir da entwickelt haben, ist sicher historisch gewachsen über die Jahre ermöglicht, dass also kompetente Sanitäter durchaus, glaube ich, als Vorhut auch meines Erachtens recht, das war ich immer überzeugt, rechtlich abgesichert durchführen können. Sie können diagnostizieren und sie können vor allem feststellen, ob ein Notfall vorliegt, den ein Arzt braucht, ja oder nein. Und das ist das Entscheidende. Und der Großteil aller Notfallpatienten, wo jetzt Notärzte hinfahren, benötigt keine notärztliche Versorgung. Das ist nicht nur meine Darstellung. Wir haben vor kurzem war Ärztekammer Notfallreferat zum Beispiel eine Sitzung und da hat auch der Kärntner Kollege gesagt, in 70% der Fälle gibt es nicht einmal was zu tun, der kriegt nicht einmal eine Leitung, der Patient. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagen muss, ärztliche Kompetenz ja, es gibt überhaupt keine Frage, dass Ärzte am Notfallort aktiv sein müssen. Ich bin überzeugt, der Notarzt, also falls mir jetzt einer unterstellen will, ich bin dafür Paramedic-Systeme und die Ärzte raus, na, ganz im Gegenteil. Aber sie sollen dort eingesetzt werden, wo es notwendig ist und wo man ärztlich agieren muss. Man steigert natürlich deutlich die Effizienz. Versuchen Sie einmal irgendeinen Medizin, also einen Medizin Wirtschaftler klar zu machen, dass sie in 35% Erstorner haben, dass sie in 60% der Fälle nicht einmal eine Leitung setzen, versuchen sie da mal zu agieren, dass sie jetzt vielleicht noch zusätzlich eine Arztstelle brauchen. Das wird ihnen keiner bestätigen im professionellen Bereich. Also das funktioniert nicht. Also wir müssen die Effizienz im Notarztwesen auf jeden Fall steigern und das ist meines Erachtens sicher ein Weg dazu. Ich bin auch überzeugt, dass Ärzte Menschen sind und auch im Prinzip eine Freude zur Arbeit haben sollten. Und es ist auch so bei uns im Haus, wenn Sie heute Nachtdienst haben und Sie haben 3, 4, 5 Fälle, arbeiten die ganze Nacht fast durch. Aber wenn man dann zum Schluss das Gefühl hat, man, den haben wir geholfen und da haben wir die Blutung gestillt, dann ist das trotzdem, man sagt, okay, es war halt anstrengend, aber dafür bin ich Arzt und dafür habe ich gearbeitet. Und ich glaube, da, den Weg sollte man auch überlegen und sollte man schon auch im Hintergrund behalten, dass es eine Motivationsfrage ist. Es wird ja auch nach wie vor vom Notärztemangel und so weiter geredet und dass die Notärzte wegen schwer besetzbar sind. Aber vielleicht ist das auch ein Weg. Wir machen eigentlich seit Jahrzehnten schon das Modell, dass wir den Notarztdienst als Hybriddienst sehen. Also bei uns ist der Notarzt ganz normal in der Ambulanz tätig, ganz normal, vielleicht sogar teilweise Lehre. Er hat eine Aufgabe im Krankenhaus und fährt dann aus, wenn es sein muss. Er sitzt nicht auf der Dienststelle und wartet, ob vielleicht irgendwas passiert und sonst schauen wir halt, ob was passiert ist und vielleicht haben wir dann was zu tun. Also das ist bei uns nicht der Fall. Also unser Modell ist, dass wir eine abgestufte Notfallversorgung haben, dass wir jene Fälle, die unklar, die nicht sicher einen Notarzt brauchen, versuchen über das Modell Jumbo bzw. über die zweite Stufe dieser Notfallversorgung zu fahren und der Notarzt soll mit hohen Kompetenzen, und da unterstreiche ich jede höhere und bessere Ausbildung auch für die Notärzte, soll dann mit hohen Kompetenzen große oder fast intensivmedizinische Notfallmaßnahmen beim Patienten setzen. Das halten wir für das beste Modell und wir glauben auch mit diesen Zahlen ist der Weg, glaube ich, zumindest unterstrichen. Dankeschön.